Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Rory McIlroy PGA Tour nach unserem ersten erfolgreichen Turnier. Also wir waren knapp an der Top 20 dran. Geht es jetzt weiter und ja, wir gucken mal, ich guck mal eben ganz kurz, wie sieht's mit dem Equipment aus? Optimize Clubs, weil ich habe doch keine Lust hier den ganzen Tag damit zu verbringen, hier jeden einzelnen Schläger auszuwechseln. Ja, das nächste Level, um 24 rum kriegen wir das nächste Mal was. Ja, unser großes Handicap ist noch die Weite, die Entfernung. Das heißt, unsere Annäherungen sind immer ziemlich lang. Und auf langen Par 4s haben wir gar nicht die Chance, wirklich mit dem zweiten aufs Grün zu kommen. Das ist immer noch so ein bisschen blöd. Jetzt geht's aber im Wolf Creek Golf Club in Mesquit NV. Was haben wir denn? Was ist denn NV? Nevada, ne? Ich glaube Nevada. Also so ein bisschen Wüste. Mal gucken, ob man das auch sehen kann. Und ja, so eine eigens kreierte, so ein eigens kreiertes Turnier von EA. Ja, das sieht ein bisschen nach Wüste aus. Also Nevada. Und ja, da sind aber auch häufiger mal Turniere. Ich muss mal eben was trinken. Ich werde nämlich so langsam heiser. Ja, und ist schon komisch, immer den McIlroy jetzt bei den ganzen Ladebildschirmen zu haben und nicht den Tiger Woods. Sonst war es ja seit, was weiß ich, 95 oder so, dass immer Tiger Woods quasi das Gesicht von dem Spiel war. So, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ja, ich habe auch die Runden hochgestellt, ne? Das hatten wir jetzt letzte Runde gesehen, dass immer nur die interessantesten Löcher rausgesucht werden. So ein Blödsinn, ne? Wenn, dann wollen wir alle spielen. Wir werden es so machen, dass wir pro Folge 9 Loch spielen. Nur die anderen 9 Loch dann auf einer anderen Folge. Das heißt, wir kriegen an zwei Tagen eine Runde und ja, so in einer Woche dann quasi ein komplettes Golf Turnier, wenn wir 4 Runden drin bleiben, und dann verschiebt sich das sowieso immer so ein bisschen, also passt schon, wir werden auch nicht immer den Cut schaffen. So, also es geht los, ich bin sehr aufgeregt, nochmal wieder von neu anfangen, und jetzt wollen wir natürlich zusehen, dass wir das ein bisschen stabilisiert bekommen. So, 571 Yards, das war teilweise beim letzten Kurs ein Par 4, natürlich ein ganz heftiger Seitenwind hier. Und wichtig ist, dass wir, boah, geht das bergab, dass wir hier das Fairway treffen. Und das ist doch mal ein Hieb gewesen, über 300 Yards, aber natürlich auch wegen dem Wind und vor allem, weil das extrem weit nach unten ging. So, guter Auftakt. Nächster Schlag, ja, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, weil es sowieso zu weit nach bergauf geht. Und wir verlieren ja, ihr seht ja hier, Fairway 90% und hier Fairway 94%. Und die 5%, die holt man bis dahin dann wieder auf, ne? Das sind dann 20. So kommt man hier auf, würde man hier dann doch 5% näher kommen, und dann wären wir sowieso wieder beim Gleichen. Das heißt, wir können eigentlich dann auch direkt das Holz nehmen. Und ja. So, wichtig, dass der hier auch wieder auf dem Fairway landet, damit wir hier guten Winkel auch haben, um ans Grün dran zu kommen. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das geht jetzt ziemlich weit nach oben, ziemlich bergauf. So, 50 Yards. Das ist ja schon... Ich spiele den lieber ein bisschen kürzer. Minimal zu wenig. Mist. Ah, Mensch. Das hätte eigentlich eine gute Birdie-Chance werden können. So müssen wir jetzt zusehen, dass wir den gut ranchippen. Oh, die gehen immer so weit, ne? Das ist so schwer, die zu timen, wenn man so schnell reagieren muss. Oh, bitte jetzt nicht noch ein Bogey oder sowas.
Oh, dann nehmen wir da die Lochkante mit. Ja, der war doch deutlich zu schnell, ne? Also fast hätten wir es komplett versemmelt, ne? Da können wir mit dem Bogey ja schon fast zufrieden sein. Mensch, das gibt's ja gar nicht. Ja, okay, also müssen wir Gas geben. Boah, 132 Fuß bergab. Alter, was ist denn los hier? Das ist ja mal der Wahnsinn hier. Hammermäßig. So, da können wir bestimmt ein bisschen abkürzen, oder? Ja, der sieht aber gut aus, oder? Der fällt jetzt auch wie ein Stein. Also, da war schon gut, dass wir weiter links hingegangen sind. Und 332 Yards. Na gut, wenn's 130 Fuß runter geht, also 40 Meter bergab, dann ist es natürlich auch ja, normal, sage ich mal. So, ein bisschen in den Wind, ein bisschen bergauf. Das ist doch ganz schön windig. Oh, haben wir noch Glück gehabt, dass er nicht noch in den Bunker geht. Aber trotzdem, ja, da hätte er eigentlich auch ein bisschen näher rangehen können. Ja, so muss ein Chip sein. So nah an die Fahne, dass man eigentlich nur noch reinnicken muss, das Ding. Zack. Und rein damit. Und dann ist alles gut. Also, Paar gespielt. Ja, die Annäherung, der zweite Schlag hätte ein bisschen besser werden können, aber gut. Was will man machen? Oh, jetzt geht's aber auf einmal bergauf. Scheiße. Was ist das denn für ein Platz hier? Meine Fresse. Gott, da kommen wir ja nie im Leben hin. Oh, meine Fresse, das kann ja was werden. Also das war schon ein sensationeller Schwung und Schlag, aber dadurch, dass das so weit ist und so hoch geht, keine Chance. Also nicht mit unserer Weite, mit unserer Länge, die wir haben. Also viel mehr hätten wir da jetzt wirklich nicht machen können. So, 30 Fuß, bisschen bergauf, immer noch. Der ist ja viel zu kurz. Ja, ich habe vergessen, dass der hier am Rough liegt. Da hätten wir ein bisschen mehr raufhauen müssen. Scheiße. Und jetzt fangen die Probleme an hier. Jetzt dürfen wir auch nicht unkonzentriert werden. Also, da muss zumindest jetzt eine 4 bei rauskommen. 11 Yards, 4 hoch. Oh, komm ey. Ein oder zwei Umdrehungen weiter. Dann wäre der reingegangen, dann hätten wir ja das Paar gespielt. Und was für eins. Naja, okay, eine 4 ist okay. Nach den ersten beiden Schlägen können wir uns damit kaum beschweren. Ja, es sind, glaube ich, auch noch nicht so viele gestartet, ne? Deswegen weiß ich jetzt gar nicht. Wenn wir hier mal Start drücken. Ah, jetzt können wir hier auch mal aufs Leaderboard gucken. Ah, ist extrem abgespeckt, ne? Das ist ein bisschen schade. Naja, was will man machen? So, weiter geht's. Komm! Ah, der bleibt da. Der ist da ein bisschen weiter rechts, hätte der gemusst. Dann wäre er nicht ins Rough gekommen oder vielleicht sogar noch aus dem Rough raus. Ich weiß nicht. Boah, das ist auch schon wieder hier ein Loch. Meine Güte nochmal. Das ist ja auch echt ein Scherz. Ah, probieren wir es mal, ne? Irgendwie. Was war das jetzt? Den haben wir ja dann gar nicht erwischt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also dieser Kurs, der zerpflückt uns gerade so ein bisschen. 103 Yards, 22 hoch. Den haben wir gut erwischt. Sehr gut. Und der kommt vielleicht sogar noch ein bisschen runter. Nein, natürlich nicht. Hätten wir ein bisschen doller hauen müssen.
damit er weiter hoch geht, dann kann er auch wieder ein bisschen runter gehen, aber... Oder auch nicht, ne? Ah, das wird ja auch wieder was. Also eine 5 wäre trotzdem wieder okay. Ist ja schon eher ein Fun-Kurs hier. Ah, nicht gut genug, nicht gut genug. So, das wird hier wieder was. Und dann lassen wir den noch zu kurz, ne? Klasse. Extra auf Nummer Vorsicht gegangen und dann sowas. Also, ein Doppelbogey und das bringt uns mal eben auf plus 4, ne? Also, und da auch, sich auch an der Platzierung nicht viel tut, dürfen wir davon ausgehen, dass wir Letzter sind. Abgeschlagen. So. Ja, das kann ja auch wieder lustig werden. Das ist schon extrem. Ich weiß gar nicht, ob es den Golfplatz gibt. Wolf Hill Creek, irgendwie sowas, ne? Das interessiert mich jetzt. Ah, hier können wir es nicht sehen. Okay, da muss ich nach der Folge mal gucken, ob es den auch wirklich gibt. Interessiert mich jetzt mal wirklich. So, 218 Yards, 71 bergauf. Das ist ja auch schon wieder mehr als übel. Müssen wir volle Pulle raufhauen. Ah, zumindest nicht in den Bunker. Aber der wäre, denke ich mal, aufs Grün gekommen. Ah, doch, locker. So, wenn wir den hier landen lassen, dann sollte es klappen. Dann schaffen wir es nicht, die Welle hoch. Oh, Hilfe, ey. Das ist ja auch mal übel wieder. Gott, oh Gott. Oh je, Mine. Zieh! Ah, och Mann, ey. Also das ist ja, das ist schon ein Golfkurs, also der ist schon ein bisschen eigen, ne? Das nächste Bogey. Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, dabei waren wir mit dem zweiten fast auf dem Grün, ne? Und dann trotzdem hier eine 6. Das ist schon nicht so richtig toll. Also das ist schon ein ziemlicher Rückschlag, also... Ich kann euch schon mal jetzt sagen, hier werden wir nicht den Cut schaffen. Aber das sind auch Löcher, ne? Das ist schon fast so fun-mäßig. Ja, schöner Hieb. Fünfund 145 plus 24 hoch und Gegenwind, also da können wir locker das 7er Eisen nehmen. Und dann aber vorsichtig. Ja, der ist okay. Das ist doch mal eine realistische Birdie-Chance. Die erste, die erste. Ah, das ist auch schon wieder ganz schön... Heftig. Nope, der fällt einfach runter. Also viel zu wenig Break, viel zu wenig Geschwindigkeit. Aber ist auch mal schön hier, ja, ohne Probleme ein Paar einfach gespielt zu haben. Ja, weiter geht nicht. Nehmen wir lieber mal einen Schläger weniger oder zwei. Mit einem Hybrid. Ja, oder? 261. Wir haben ja Rückenwind, oder? Ach komm, wir haben ja eh nichts mehr zu verlieren, oder?
Also wir haben es rüber geschafft, ne? Das ist schon mal das Gute. Das Schlechte ist, wir haben den Weg getroffen und liegen jetzt hier in the middle of nowhere. Ich glaube, das ist sowieso jetzt out of bounds. Nein, es ist nicht out of bounds. Scheiße, ey. Was ist das denn jetzt? Da werden wir nie im Leben hochkommen. Das heißt, das Thema ist eigentlich gegessen. Ich versuch's trotzdem. Ja, ja. Na komm, bisschen noch nach rechts, genau. Und gleich ist er wieder bei uns. Ja, genau. Wenn wir jetzt ein Linkshänder wären, dann hätten wir genau den Ball davor auch gehabt. Ja, damit ist das Thema eigentlich gegessen, ne? Was mich verwirrt, ist, dass das hier irgendwie andersrum ist, ne? Wenn man unten schlagen, den unten treffen möchte, das muss man genau andersrum irgendwie einstellen. Das ist dann ja jetzt mal eine gute Möglichkeit zum Probieren. Jetzt müsste der ja extrem hoch fliegen. Ja, okay. So, unser unendliches Glück lässt den Ball wieder auf dem Weg landen. Und das war ja erst der vierte Schlag, ne? Wir sind ja noch voll dabei. Ja, Leute, das... Ich glaube, wir können die Runde... Ich glaube, wir können die Runde abbrechen, oder? Das wird nichts mehr geben. Dann fangen wir lieber nächste Folge nochmal neu an, weil das hätte sowieso nichts, keinen Sinn mehr gemacht, ne? Also, trotzdem danke fürs Zuschauen auf dieser komischen Karte. Nächste Folge geht's dann weiter mit einem neuen Turnier. Ich bin gespannt, was es sein wird. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Gerne einen Daumen hoch da lassen. Ciao.